Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Vocoder. Was das genau ist und wie ihr den benutzen könnt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch mal los. So, machen wir erstmal Bitwig ein bisschen kleiner und da die Frage aufkam, kleiner kann man diese ganze Oberfläche oder von der Auflösung her. Jetzt ist die Auflösung größer, wir wollen die Auflösung kleiner haben. Dann kann ich hier oben mit der Maus auf die Titelleiste klicken, irgendwo rechter Mausklick und sagen Increase GUI Scaling. Und ich habe mir hier auch eine Tastenkombination hingelegt, so kann ich das bequem über die Tasten machen. So, jetzt haben wir, glaube ich, Maximalgröße erreicht. Und das hier ist der Vocoder. Ein Vocoder klingt so. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. So klingt ein Vocoder nicht. ich sollte den auch ordentlich einschalten. Das war die Originaldatei. Also so klingt die Originaldatei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Die Originaldatei. Und wenn ich den Vocoder einschalte, dann klingt der so. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. So. So klingt er jetzt auch ordentlich. Für einen Vocoder brauche ich generell zwei Dinge, nämlich einen Modulator und einen Carrier. Und der Modulator ist in diesem Fall meine Stimme. Wie ihr vielleicht gehört habt, oder ich zeige euch das nochmal ganz kurz, hört einfach mal drauf, dass das Original meiner Stimme. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Also ich singe relativ wenig und wenn man jetzt den Modulator anhört, dann hört man dann doch, dass da eine Melodie plötzlich dahinter ist. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. So. Und das heißt, der Modulator ist meine Stimme. Der gibt quasi die Frequenz für meine Sprache wieder. Und der Carrier ist der Teil der zwei Komponenten, der quasi die Melodie spielt. Und als Carrier habe ich hier einen Polysynth ausgewählt. Und zusätzlich zu dem Polysynth habe ich vorne dran einen Multinode dran gepackt, der mir bei einem Tastenschlag 1, 2, 3, 4, 5 Noten spielt. Das heißt, ich habe in diesem MIDI-Clip habe ich einfach nur eine kleine Melodie hier drin. Und wenn ich jetzt nur mal den Polysynth hier spiele, mache ich den hier mal laut und den Multinode hier ausmache. Oder Multinode wieder an. So, warum ich den Multinode jetzt angemacht habe, das hört ihr jetzt, wenn ich den Polysynth hier ausmache und den Modulator wieder spielen lasse. Multinode an, dann das kennt ihr ja schon, klingt so. Und wenn ich den Multinode ausmache, also das heißt, es wird statt dieser fünf Töne gleichzeitig nur ein Ton gespielt, klingt das so. Kann man natürlich wollen, ist natürlich auch ein cooler Effekt. Ich wollte jetzt aber den, weil der am geläufigsten ist, so aus der ganzen Disco- oder Daft Punk-Musikrichtung, sagen wir mal so. Und ich habe einen Polysynth genommen, weil ich hier schon jede Menge Möglichkeiten habe, den quasi wie einen Filter zu benutzen. Das zeige ich gleich im Anschluss nochmal. Standardmäßig sollte man einen Carrier nehmen, um mal wieder zurück auf den Vocoder zu gehen. Der Carrier ist der Polysynth. Einen Carrier nehmen, der ein relativ breites Frequenzspektrum bespielt, also von tiefen bis hohen Tönen, Obertöne hat, also relativ facettenreicher Ton ist, aber doch gleichmäßig, damit die zu modulierende Quelle, also meine Stimme, auch quasi in voller Bandbreite bespielt werden kann. So, standardmäßig hat der Vocoder hier Brown Noise an. Das ist dann so diese ganz typische Geisterstimme. Ich spiele das mal ab. Da wird halt einfach braunes Rauschen eingestreut und als Carrier genommen und meine Stimme moduliert dieses braune Rauschen. So, um nochmal auf den Modulator zurückzukommen. Das heißt, ich habe ja diesen Carrier, der diese Musik spielt, hier unten, wenn ich das hier mal. So, und der Modulator moduliert jetzt
die Lautstärke der einzelnen Bänder des Vocoders. Und da kommen wir jetzt am besten gleich mal auf die einzelnen Funktionen des Vocoders. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite den Modulator und ich kann hier nochmal zusätzlich irgendwelche Effekte für das zu modulierende Signal hier rantun. Irgendwie einen Reverb oder einen Filter oder was auch immer. Das heißt, dann wird die Stimme hier, bevor sie in den Vocoder reingeht, nochmal verändert. Ich könnte Höhen wegschneiden oder Tiefen wegschneiden oder was auch immer. Ich könnte einfach Effekte da drauf tun. Dann habe ich natürlich noch das Input-Signal, das ich verstärken oder abschwächen kann. Dann habe ich hier noch einen Formantfilter, diese Vokalgeschichte A, I, O, U. Also wenn ich jetzt mal spiele. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon vom Formantfilter. Und dann habe ich hier noch einen Filter, der so ein Brightness-Filter, der einfach, wie sagt man, nicht brighter, auch nicht klarer. Ich spiele es einfach mal ab. Also nimmt einfach die Höhen besser raus und nimmt die Tiefen raus, je weiter ich nach rechts gehe. Und im Prinzip dann eben genau andersrum, nimmt mehr die Tiefen rein und die Höhen raus, wenn ich nach links gehe. So, der Vocoder selber hier in diesem Analyzer, da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier unten dann Signal, kann ich auf Mono oder Stereo umschalten. Jetzt habe ich hier schon ein Mono-Signal, das heißt, man wird nicht wirklich viel Unterschied hören. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei. Weil aus Mono Stereo machen, einfach mal so mit einem Tastenklick, macht der nicht. Er sagt halt einfach nur, wenn ich ein Stereo-Signal hätte, kann ich es auf Mono umschalten. Bei Stimmen ist das natürlich ein nützliches Feature. Oder ich kann den Vocoder auch komplett im Stereo-Modus betreiben. Dann habe ich hier die Bandpassfilter, einen normalen, dann noch einen vierpoligen, also mit einer steileren Flanke. Ich kann hier bei dem Vocoder mit 8 Bändern minimal und mit 80 Bändern maximal arbeiten. Das heißt, pardon, je weniger Bänder ich habe, desto roher klingt der Sound. Ich spiele einfach mal so ein paar Bänder hier durch. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Ist einfach so eine stilistische Frage. Das heißt, je mehr Bänder ich am Start habe, desto detailreicher wird der Sound. Was so in manchen Musikrichtungen dann nicht unbedingt gewollt wird, weil man will dann eher so Viele diesen, Köche verderben den Brei. sag mal, niederbittigen 8-Bit-Sound, sag ich Viele jetzt Köche verderben mal. den Brei. Das stimmt jetzt zwar nicht Viele ganz, Köche verderben den Brei. aber eher so einen groberen Bandpass hier rannehmen. Hier kann ich dann noch die globale Bandwidth Viele Köche ändern. verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Das heißt, ich schränke die Bandbreite dieser 8 Bänder einfach ein. Ich gehe das mal wieder hier auf 100. So. Dann habe ich hier einen Knopf, der friert mir einfach die Bänder an einer bestimmten Stelle ein, wo ich dann an der Stelle oder an dem Zeitpunkt, wo ich den Viele klicke. Köche verderben den Brei. So, und dann habe ich hier natürlich noch eine Attack und eine Release für die verschiedenen Bänder beim Wechseln, dass ich hier einstellen kann. Viele Langsamer Köche verderben den Brei, den Brei, den Brei. Wechsel, Viele Köche bisschen. verderben den Brei, den Brei, den Brei. Viele Köche So, dann habe ich hier oben, beziehungsweise hier in dem Fenster, seht ihr gleich, wenn ich hier jetzt rumschiebe, kann ich die sogenannte Floor hin und her schieben. Das heißt, den Level
wo das Signal oder die Bänder am meisten greifen soll. Je höher der Floor ist, also der Boden geschoben wird, desto weniger werden die Signale unten beachtet. Also einfach so ein Abnehmen der Signale von unten. Also wird nicht einfach abgeschnitten, sondern wird einfach nur weniger. Und das Gleiche habe ich hier mit der Ceiling, also mit dem oberen Teil, mit der Deckelung des Signals, so ein bisschen wie so ein Limiter kann man sich das vorstellen. Dann habe ich hier diese Seite, das ist quasi wie so ein Equalizer, wenn ich das jetzt mal hier so spiele. So ein Low-Cut-Filter. Je weiter links ich den schiebe, desto mehr tiefe Frequenzen habe ich. Je weiter rechts. Und genau hier habe ich auch noch mal einen High-Cut-Filter oder einen Low-Pass-Filter. So, und so kann ich mir den Sound quasi hinmodulieren. Ich habe jetzt hier mit Floor und Ceiling, hatte ich vorhin nicht gezeigt. So kann ich einfach den Sound noch so ein bisschen besser formen, so wie ich den haben will. Dann habe ich hier natürlich auch noch mal ein Carrier Gain, also das Signal, was hier reinkommt von der Stärke her. Und wenn ich den hochdrehe oder runterziehe, wird das Signal natürlich lauter und leiser, je nachdem. Und mit dem Wet FX kann ich auf das Signal, was quasi aus dem Vocoder dann moduliert rauskommt, nochmal einen Effekt reinhauen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Reverb nehme, so, den kann ich dann hier nochmal bearbeiten. So, jetzt kommen wir zu dem Part. Also den Vocoder haben wir jetzt quasi am Start und der spielt auch das, was wir haben wollen. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit dem Polysynth hingehen und kann nochmal kleine Veränderungen vornehmen. Zum Beispiel, wenn ich hier den Filter benutze mit einem Low-Pass-Filter. Oder ich kann hier Noise dazu schalten. Dann habe ich quasi wie so dieses Brown Noise von vorhin, diesen Geisterstimmen-Effekt mit dabei. Kann auch ein bisschen Drive reintun. Oder ich mache hier mehrere Stimmen rein. Ein bisschen Unison. Sub rein. Oder ich. Ups, alles wieder zurückgeschaltet. Also ihr habt eine Idee davon bekommen, wenn ihr sie eh nicht schon hattet, was ihr aus dieser Kombination Vocoder und Polysynth zum Beispiel machen könnt. Ein paar Sachen sind natürlich auch doppelt, gerade diese ganze Filtergeschichte kann ich natürlich auch hier mit diesen beiden Low-Pass- und High-Pass-Filtern kann ich das natürlich auch machen. Aber ich kann natürlich durch das Instrument, was ich hier spiele, wenn ich jetzt tatsächlich den Polysynth auch
hören wollen würde, der jetzt hier leider Default heißt, weil ich auf den Knopf geklickt habe, könnt ihr natürlich durch den Polysynth, wenn der parallel spielt, vielleicht auch ein bisschen leiser, dann könnt ihr quasi im Polysynth im Hintergrund auch noch irgendwelche Effekte machen lassen, was sich dann wieder auch auf die Stimme oder auf das Sample entsprechend auswirkt. Ja, gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert gerne, erzählt weiter, wenn ihr das Video mochtet, teilt das Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.